Willkommen zurück in meiner Gruselhütte. Heute machen wir da weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Das letzte Chapter, Chapter 5, glaube ich. Also nicht Part 5, sondern Spiel Chapter 5. War nämlich etwas länger und ich habe es nachträglich in zwei Parts gesplittet. Und heute seht ihr Part 2 dazu. Also heute finden wir raus, welchen Gegenstand wir noch sammeln müssen. Ich würde sagen, gleich mal wieder rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Das ist verstörend auf sehr vielen Ebenen. Nicht lesbar. Mir hat es einfach gerade nur noch die Sprache verschlagen. Es ist einfach gerade nur noch schlimm. Okay, das Bild steht Kopf. Das ist super. Toll, der Fahrstuhl. Ja, da freue ich mich ja richtig, dass wir wieder mit dem Fahrstuhl fahren. Meine Nerven sind gerade einfach noch... Die sind kaputt, da geht nichts mehr. Runter, rauf, ich weiß es nicht. War sie letztes Mal. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh Gott! Scheiße! Hä? 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 Ich mag nicht mehr. Okay, will ich nach oben sehen? Ich weiß es nicht. Okay. Wow. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen durch die einzige Tür. Okay.
Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. The horde ran down. Hickory dickory dock. Wir sind ein Psycho. Keine Jumpscares, bitte. Keine Jumpscares mehr heute. Ich habe einfach das Item immer noch nicht gefunden. Oh Gott. Meine Katze hat sich halt einfach mal so richtig dafür gerecht. Sie hat nämlich vorhin auf den Greenscreen geschlafen und ich habe sie dann runtergesetzt, weil ich ihn gebraucht habe. Und jetzt hat sie, als ich am wenigsten damit gerechnet habe, den Greenscreen runtergezogen. Und ich habe es nur hinter mir klicken und fallen gehört. Also, die hat mich jetzt mal ordentlich erschreckt. Von wo bin ich gekommen? Ich glaube, von da vorne. Oh, super. Oh, super. Richtig, richtig. Vielleicht nicht da rein? Oh, toll. Sehr atmosphärische Musik. Da ist wieder so eine Münze. Ich. Oh. Manche Gemälde spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des Durchschnittlichen und Sonntagskenner des Abstrakten in ihren Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einem dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen ... Okay, das Gemälde hat keine gute Kritik bekommen und ist auch sehr verstörend. Und da liegt eine tote Ratte und da ist sie wieder weg. Okay. Okay, okay. So viel dazu. 363. Oh. Talk to me. Why won't you talk to me? Aber hier ganz schön mit den Telefonen in dem Part. Oh no. Ich will da jetzt eigentlich nicht runterfallen, ne? Oh, ich komme nicht mehr zurück. Oh super. Ich sterb gleich wieder. Hä? Gott. Oh. Ha, perfekt. Ha. You promise. Das ist der gleiche Code. Bitte lass den gleichen Code sein. Okay, irgendwas ist gerade aufgegangen. Ich weiß nur noch nicht was.
Ich will da jetzt eigentlich nicht runterfallen. Ups. Oh no. Nein! Nein. Oh nö! Wo bin ich denn? Oh nö. Das gefällt mir gerade nicht. Oh, ich muss das Ganze jetzt wohl nochmal machen. Oh, das sind Zahlen. 3, 5, 8 oder 8, 5, 3? 8, 5, 3 wahrscheinlich. Wir tippen mal das ins Telefon. 8, 5, 3. Oh mein Gott, 8, 5, 3. 8. 5, 3. Hä? Gott, immer dieser Mindfuck. Okay, wow. It solves nothing. It never has. It never will. Okay, Drei, fünf, vier. Oh no. Was könnte da schon schief gehen? Oh Gott. Oh no. Oh nö. Toll. Oh nö. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg, washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? War der verstörendste Part von allen. also, ja, okay, ist halt ein Finger, aber was mich so verstört hat, war diese komische, surrealer Drogentrip, Telefon und Bücherregal an sich, die wir hier vorhin hatten. Also dieser ganze Part ist einfach nur ein bisschen krank.
Oh mein Gott, wie sieht's denn hier dieses Mal aus? Na, wenigstens keine Puppen mehr, aber trotzdem. Und heute wird das Gemälde zu... Oh mein Gott, wird das unsere Frau? Also eine vermoderte Zombie-Variante von unserer Frau oder so. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich unsere Frau werden. Okay, ich bin jetzt hochgradig verstört und nehme jetzt auch ganz sicher nicht mehr den finalen Part auf. Ich werde auch diesen Part nachträglich noch in zwei splitten, weil da ist jetzt ein bisschen sehr lang geworden. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Wenn euch der Part gefallen hat, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich das nächste Mal. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und sage erstmal Tschüssi.